Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1. Ja, in der letzten Folge sind wir dann doch endlich weitergekommen und ich Idiot habe dann festgestellt, dass der Bauplan doch nicht angenommen worden ist, als ich den fotografiert hatte. Ich glaube ganze 4 Mal oder so. Da wollten wir, was habe ich jetzt gesagt? Ich glaube zum Bürgermeister, zum Rathaus. So. Wobei da eigentlich der Bürgermeister ja auch ist. Oder sein sollte. Gut, dann werde ich mich jetzt mal dahin begeben. Das hier, Rathaus, genau. So, und wie immer werde ich mich jetzt wieder in die falsche Richtung drehen, so wie ich mich kenne. Doch, das ist der richtige Eingang, oder? Ja. Wir haben ja 2 Sachen. Also zum einen wollte ich gucken, ob ich hier im Archiv irgendwas herausfinden kann, was uns eventuell weiterhilft. Entweder hier oder zur Not auch in diesen Zeitungsdings. Zeitungsdings. Ah ja, doch, hier war das mit den Unternehmen. Dann haben wir vielleicht doch... jetzt ist natürlich die Frage... Register. Ja, Rechtsdokument, ne? Nehme ich mal an. Und... Mehr haben wir jetzt eigentlich nicht hier drin. Zeitraum wissen wir auch nicht. Da können wir jetzt gar nicht gucken. Stadtteil kann ich nur raten. Ob wir da irgendwas... finden. Okay, da schon mal nicht. Zumindest nicht in der Kombination. Kann ich hier... Oh, ich wollte nicht... Moment, was war das? Neuer Eintrag in Johns Tagebuch? Moment, Moment. Er hat doch gar keinen Eintrag. Was wollen die eigentlich immer von mir? Mann! Die bringen mich hier total durcheinander. So... Also, Bauplan für die Elfenbeinbäder. Der Name Arswift war ursprünglich als Partner aufgeführt. Ach so, Moment. Oder können wir eventuell die Tochter befragen? Ich bin ja auch doof. Das haben wir jetzt mit den ganzen anderen Sachen gemacht in der letzten Folge. Und ich bin natürlich nicht drauf gekommen, dass wir eventuell da hingehen könnten. Was wir vielleicht noch... Ja, ich muss mal eben gucken... Was wir eventuell noch mal kurz ausprobieren könnten, Unternehmen. 19. Jahrhundert, weil ich denke mal, dass das ja irgendwas Aktuelles dann sein wird. Und ja, es müsste doch Rechtsdokumente sein. Es ist doch sowas Offizielles. Auch nicht. Na gut, Tätigkeit sollte es, denke ich mal, nicht sein. Könnten wir mal ausprobieren, aber nee. Gut, beziehungsweise nicht gut. Entweder bin ich zu doof, die richtigen Sachen einzugeben. Kann man sich hier... Ne, sonst kann man auch nichts mehr durchlesen, ne? Ne, kann man nicht. T-Gilden. Vielleicht kann man aber auch beim Zeitungsgebäude etwas rausfinden. War hier eigentlich nicht der Typ, der so geschrien hatte mit der Zeitung? Ah, nee, das war bei dem Zeitungsgebäude selber. Ja, würde ich sagen, gehen wir da mal eben schnell hin. Wenn ich jetzt noch weiß, wo das war. Das war die Polizei. Genau. Chronicle, genau, das war's. Dann können wir auch direkt mal nach diesem Typen, der hier so rumgeschrien hat, Ausschau halten. Der nicht mehr dasteht, so wie es aussieht. Schade. Nicht jetzt? War der nicht hier? Also wenn das wirklich eine Quest gewesen ist, müsste er ja immer noch hier sein. Ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, ob der jetzt wirklich hier gewesen ist oder woanders. Ja. Okay, schauen wir erstmal hier im Archiv nach. Da haben wir...
Personengruppen. Ja, Prominente. Ich weiß nicht, ob das ein Prominenter ist. Ich sage erstmal Sonstiges. Ja, aber das hört sich nicht danach an, dass man hier was finden kann. Vielleicht gab es über den einen Artikel oder so. Das kann natürlich auch sein. Ich meine, das ist Grand Surrey. Wir probieren einfach mal alles aus. Keine Ahnung. Okay, das definitiv nicht. Anzeigen, naja, es sieht jetzt nicht aus, als ob das... Es ist ein Bauplan, also wird es ja keine Anzeige gewesen sein. Vielleicht Nachrichten. Ich bin jetzt im Stadtteil, glaube ich, hier, ne? Wobei ich da immer noch sicher bin, dass es Grand Surrey gewesen ist. Okay, also da ist definitiv nichts. Ja, das ist sowieso eine Verarsche hier. Da gehe ich gar nicht erst drauf ein. Also wir gehen nochmal eben zurück in die Villa. Und damit meine ich jetzt natürlich nicht unsere Villa, sondern die unseres Nachbarns. Genau darüber. Moment, jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Darum. Genau. Das wäre jetzt das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, dass wir mit ihr mal sprechen könnten. Was das betrifft. Wir können ja eigentlich auch hier rum. Obwohl, nee. Okay, der Polizist will nicht mit mir sprechen. Eventuell könnte... Kann man aber nicht. Na gut, okay. Ich weiß nicht, wann man da reinkommen kann. Der sagt wahrscheinlich auch nur das Gleiche. Ja. Na gut, dann halt nicht. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Also, irgendwas, denke ich mir mal, müssen wir machen. War das jetzt? Nee, das war auf der anderen Seite. Ne? Irgendwas, denke ich mal, müssen wir machen, damit wir unten das, diesen einen Bereich da freikriegen. Genau. A. Swift, is this name familiar to you? Your father had it removed from this plan. Oh, that's Arthur Swift. I've seen him a couple of times here. He works with my father in the old city, digging up something ancient. He is an archaeologist? That's the word, yes. But to be truthful, I really don't think Mr. Swift is fit to be one. I've just learnt a lot about archaeology from my favourite book series. Oh, they are page turners. Inspirational, I'm sure, but would you happen to know where this Mr. Swift might be found? I don't, but perhaps you can find out somewhere. My father's work with him is all official. Lots of boring legal papers with signatures and stuff. Also, für mich klingt das so, als ob ich doch was finden müsste in den Archiven. Also, nee, hier. Das Geschäftsverhältnis endete... Okay, wir haben was Neues, aber das bringt uns nicht wirklich was. Okay. Sie hatten gemeinsam an einem Projekt in der Altstadt gearbeitet. Ja, aber da müssen wir doch irgendwas über diese... Kann natürlich sein, dass wir... Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Kann natürlich sein, dass wir jetzt nichts gefunden haben, weil wir vorher noch nicht mit ihr gesprochen haben. Das wäre natürlich jetzt sehr doof. Würde mich aber ehrlich gesagt auch nicht wundern. Moment. Elfenbeinhaus. Alle Hinweise erhalten. Ah. Hof des Anwesens. Schlüsselhinweis erhalten. Heißt das, da kann ich noch was machen? Wahrscheinlich jetzt aktuell nicht. Also ich denke mal, dass das vermutlich nur damit zusammenhängt, dass hier hinten ja, der Polizist noch drin steht, dass es hier abgesperrt ist. Aber das ist halt schwarz. Ich komme da nicht durch. Naja, wir schauen erstmal nach, dass wir nochmal zum Rathaus reisen. Hier, ne? So. Ach, da. Hä? Da
ist der Zeitungsjunge jetzt auf einmal. Ach so, ich bin in die andere Richtung gelaufen. Hidden treasure. Schatzsuche. Im Zuge des Bestrebens unseres Gouverneurs Cordona führt Touristen attraktiver zu gestalten, freut sich die Stadtverwaltung, eine Stadtsuche ankündigen zu dürfen. Die Herausforderung besteht aus 3 Runden, wobei in jeder Runde 8 fotografische Hinweise als Schatzkarten ausgegeben werden. Jeder dieser Hinweise führt Sie zu einer versteckten Schatzkiste. Sobald Sie alle 8 Schatzkisten gefunden haben, können Sie zum Stadtschreier, also der hier wahrscheinlich, zurückkehren und erhalten dann fotografische Hinweise für die nächsten Schatzkisten. Ach du Scheiße. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist tatsächlich eine Quest, so wie es aussieht. Aber da wollen wir uns jetzt erstmal noch nicht mit aufhalten. Aber ich hatte schon geahnt, weil ich nehme mal an, dass die Quests immer so ein bisschen hervorgehoben sind, so wie ich das jetzt bisher mitbekommen hatte. Also, dass einer mal schreit oder die Leute reden und da soll man dann zuhören, solche Sachen. So. Ja. Also, ich würde erstmal sagen, es bleibt bei Unternehmen. Es sind ja Geschäftspartner. Zeitraum haben wir jetzt keinen bekommen. Aber es muss ja um Rechtsdokumente gehen, gehe ich mal von aus, dass das schon richtig gewesen ist. Aber ich habe das doch eben mit allem hier probiert. Also hier steht jetzt Altstadt drin. Nein, oder? Dann konnte ich das jetzt nicht finden, weil ich diesen Hinweis von ihr noch nicht hatte. Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch... okay. Gilden und Swift Limited, Handelsregister. Eintragung in das Handelsregister. Diese amtliche Urkunde bestätigt Kraft der Befugnis der Regierung von Cordona und die Gründung des Unternehmens Gilden und Swift Limited am 21. Juni 1877. Theodor Gilden ist alleiniger Eigentümer des oben erwähnten Unternehmens und verpflichtet sich, Geldmittel sowie das als römischer Bezirk genannte Grundstück zur Verfügung zu stellen. Arthur Swift ist Gründungspartner und verpflichtet sich, Geldmittel sowie seine Dienste als Archäologe zur Verfügung zu stellen. Das primäre Ziel dieses Unternehmens ist die archäologische Erforschung der Ausgrabungsstätte an der Kreuzung Bazaar Road und Arnaud Street, jenseits der Befestigungsmauern der Altstadt von Cordona. Okay. Der alleinige Eigentümer erklärt sich hiermit bereit, die archäologischen Arbeiten zu finanzieren. Im Gegenzug gehen alle Funde mit historischem Wert in seinen Besitz über. Der Gründungspartner verzichtet hiermit auf seine Finder- und Besitzrechte an allen Funden. Könnte natürlich auch sein, dass die da Streit hatten. Im Gegenzug erhält er die exklusiven Veröffentlichungsrechte für alle akademischen Arbeiten, die mit seiner archäologischen Tätigkeit bei den Ausgrabungen im Zusammenhang stehen. Gezeichnet Mr. Theodor Gilden und Mr. Arthur Swift. Ich schlussfolgere jetzt mal ganz blauäugig, dass die eventuell was gefunden haben, es Streit gab und der jetzt seinen Geschäftspartner aus dem Weg räumen wollte. Also dieser Mr. Swift, den Herrn Gilden aus dem Weg räumen wollte. Deswegen, weil die Tochter hatte in ihrer Zeugenaussage irgendwas gesagt, dass sie gehört hat oder gesehen hat, ich weiß es nicht, dass der Elefant auf einmal von jetzt auf gleich völlig ausgerastet ist. Also so wild kreischend oder so, oder wild trompetend, glaube ich, hat sie gesagt. Und ganz ehrlich, ein Elefant rastet nicht einfach von jetzt auf gleich aus, wenn nichts ist. Wenn er im Kopf schon etwas Banane ist, okay, aber das macht dir jetzt erstmal nicht den Eindruck. Wäre jetzt so meine Vermutung vom aktuellen Standpunkt her. Kreuzung Bazaar Road und Arnaud Street. Bazaar Road und Arnaud Street. With your love for archives, you would... Halt mal die Klappe. Bazaar Road und Arnaud Street. Altstadt ist hier. Bazaar Road. Und ist aber nicht auf der anderen Seite dann, oder? Ach doch, hier, Arnold, das ist dann hier irgendwo.
Eieiei, okay. It made the perfect bureaucrat. Ich habe es jetzt gar nicht mal richtig lesen können. Egal, war anscheinend nicht so wichtig. Okay, Gilden- und Swift-Handelsregister. Das mache ich mir jetzt erstmal hier rein. Das mit der Schatzsuche, das lassen wir erstmal außen vor. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin was wirklich Großen gerade auf der Spur, dass wir hier weiterkommen. Andererseits, das Gefühl hatte ich schon mal öfter und ich war dann in der Sackgasse. So, dann schauen wir mal, dass wir da hinreisen können. Ach, das war ein Kaffeehaus, okay. So, das ist in der Richtung. Ich schaue am besten mal kurz, bis es nicht mehr geht und dann links knickt. Mal gucken, ob ich das diesmal hinkriege. Das dürfte die erste Straße sein. Das dürfte dieses, bis es nicht mehr geht, sein. Und dann müsste ich einen Linksknick machen. Oh, ein Kleidungshändler. Sehr schön. Haben wir wieder was herausgefunden? Beziehungsweise was gefunden? So, da hinten kann ich aber doch nicht rum. I remember the monument, Cordona's legendary pirate, the Robin Hood of the place. Do you recall it, John? I do. I wonder if... Das da? What is that? Nein! Ich will nicht doch irgendwelche Quests haben. Na gut. Nein, es ist nicht so, dass ich die nicht haben will. From day to night, Aiden stands there, recruiting non-rebellious workers for the dig. Steht da und heuert Männer an? Okay. Herausfinden, wie der Arbeiteranwerber zu finden ist. Okay. Tief graben. Das ist Marktplatz. Das hört sich gut an. Sehr müde. Den Job wechseln vielleicht. Ne, okay, es ging wohl um die. Pro-britisch. Schuldet mir Geld. Nicht. Okay. Neues Hemd gekauft. Na gut. Narbe am Hals. Ja. Doch. Also Marktplatz und Narbe am Hals. Okay, wir versuchen es nicht nochmal, weil es nicht From geht. Day to night, jetzt. I don't... Okay, nochmal. Das nicht, das nicht, das nicht. Ja. Nein. Nein. Ja. Neues Hemd gekauft, weiß aber nicht, oder? Nee. Nein! Wieso macht der da... Hallo? Wieso durfte ich eben so viele Versuche... Oh, From day to night, I don't... Ja, machen wir es nochmal. Das ist zwar wahnsinnig nervig, ehrlich gesagt. Bugün yoğun bir gün. Ja, nein. Merhaba. Nein. Hä? Kapa çeni. From day to night, items. Sehr müde, soll ich das nehmen? Nee. Pro-britisch. Ah, okay. Okay, dann verstehe ich. Mit Geld, Marktplatz. Okay. Zutritt zur Ausgrabungsstätte. Ah, das hat mit unserem Fall zu tun. Ich habe mitbekommen, dass der Zutritt zur Ausgrabungsstätte nur den dort Beschäftigten gestattet ist. Ein Mann namens Aydin heuert offenbar auf dem Marktplatz im westlichen Teil der Altstadt neue Arbeiter an. Aha. Er hat eine Narbe am Hals und nimmt wohl nur Arbeiter mit einer pro-britischen Einstellung, was auch immer das jetzt heißen mag. Narbe am Hals, westlicher Teil vom Marktplatz. Schauen wir mal eben. Okay, das ist dann hier oben, wo wir hin müssen. Im westlichen Teil, das heißt, es wäre dann hier irgendwo. Hier ist der Markt. Ja, jetzt ist die Frage, wo wir da jetzt genau hin müssen. Würde ich jetzt schon ganz gerne wissen. Ach nee. Nein. Halt. Ah! Immer wieder die falschen Tasten drücken. So. In die Richtung müssen wir dann auf jeden Fall. Dann laufe ich mal eben darüber und schalte euch gleich wieder hinzu, wenn ich hoffentlich am Zielort angekommen bin. Bis gleich. Ich bin jetzt gerade an einem Verkauf angekommen. Was mich jetzt mal interessieren würde, ob wir hier eventuell
Erinnerung im Herrenhaus. Och, Mann, jetzt. So. Räume in den Ursprung. Genau, das hängen wir mal eben dran. Es kann nämlich eventuell sein. Decorate your house in oriental style. Ist das unsere Mutter? Merhaba. It's a good day for a purchase. Ah, okay, sehr schön. Leider haben wir nicht mehr ganz so viel Geld, aber wir nehmen es trotzdem mal einfach alles mit. Kronleuchter, Albtraum für Bedienstete. Ja, sowas habe ich mir auch mal sagen lassen. Ah, perfektes Spielzeug für Kinder, Piratenpistole. Haben die da nicht drüber gesprochen? Die nehmen wir einfach mal mit. May your purchase bring you joy. Also ich denke Don't mal, miss dass out wir on the best carpets on the island. Ich denke mal, dass wir tatsächlich unterwegs alles einkaufen können von diesen Einrichtungsgegenständen und dann entsprechend immer das Richtige haben werden. Ja, wir sehen uns jetzt trotzdem am Zielort gleich wieder. The Market Square, beating heart of the old city. I wonder if they still sell that heavenly Turkish delight around the corner. Okay, also wir sind hier schon mal auf dem Marktplatz. Die Frage ist jetzt nur, wo wir diesen Typen hier finden könnten. Ich weiß natürlich überhaupt nicht, wie der aussieht. Der sieht aber irgendwie nicht so aus, als ob der Leute anheuert hier. Okay, das ist ein Taschendieb. Da gehen wir mal lieber nicht zu nah ran. Neuen Schnellpunkt haben wir. Ach, geh mir mal aus dem Weg, Leute. Haben wir auch. Ja, die Frage ist, steht der jetzt direkt auf dem Marktplatz und heuert die Leute an? Oder steht der irgendwo, keine Ahnung. Kleidungshändler, sehr schön. Verkauf von orientalischen Welcome. Welcome. Okay, Moment. Dann gehen wir hier nochmal. Ich weiß nicht, ob wir das noch brauchen. Weil ich habe nämlich gesehen, dass das jetzt weiß geworden ist, dass da überhaupt nichts mehr markiert ist. Das heißt, ich denke mal, dass die Sachen, wo nichts mehr dran ist, alle schon so weit abgeschlossen sind. Deswegen kaufe ich jetzt hier mal nichts. Let's pick something that suits you. Ach so, nö, das sind doch nur Don't Klamotten. Leave. Okay. Take one more look. Oriental rugs at a good price. Don't pass by. Welcome. Das sind Teppiche. Welcome. Na gut, woher soll ich wissen, welcher Teppich dann von uns wäre? I'm afraid I have nothing to offer, except my company. Come, decorate your house in oriental style. Sie sagt das jetzt so komisch. Jetzt bin ich gerade doch ein bisschen irritiert. Mal eben. I'm afraid I have nothing to offer, except my company. Na gut. Ich weiß nicht, warum sie denn die Leute nach hier holen will, um was zu verkaufen, wenn sie dann letztendlich doch nichts verkauft. Aber okay. Kann das sein, dass du Leute anheuerst? Narbe am Hals. Der Typ hatte doch eine Narbe am Hals, meine ich. Stop blocking the view. Muss ich mich eventuell wie ein Arbeiter umziehen oder sowas? Hat eine Narbe am Hals. Pro-britische Einstellung. Ach so, oder hat das vielleicht mit den Klamotten was zu tun? Kann ich mich hier umziehen? Kann ich nicht. Kann ich mich umziehen, wenn ich da bei diesen Kleidungsfritzen da in der Nähe stehe? Don't miss out on my unique clothes. Let's pick something that suits you. Da kann ich jetzt aber hier nur die Sachen kaufen, ne? Wobei das natürlich nicht heißt Bürokleidung. Gibt's hier irgendwas Britisches oder so, dass da was mit Brite steht? Grauer Anzug. Das würde ich jetzt eher so unter britisch einordnen. Aber gut, wohlhabender Mann. Wir wollen ja einen Arbeiter haben, ne? Mutter. Oh, je. Bediensteter.
oder sowas? Diener? Ich weiß ja nicht, wen der einstellen will. Keine Ahnung. Landstreicher. Matrose. Abgetragener Anzug. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Waschechter Bürokrat, ja, aber das heißt dann doch eigentlich wieder, dass du Geld verdienst. Arbeiterschürze. Ich kaufe die mal. So. Falsche Taste. Ich denke mal, das wird jetzt eher Spielerei sein. A good choice. A good choice indeed. Ne? Ich probiere es mal. Ich habe eine Arbeiterschürze an. Vielleicht kann ich bei ihm anheuern. Wahrscheinlich habe ich mir das Geld einfach so rausgeworfen, wie immer. Moment, was ist jetzt los? Wieso ist der Hinweis schon wieder weg gewesen hier? Sir, kind sir, might I steal your attention? I'm not buying. Ah, that is the thing. You won't waste a single mangir. I am a digger, you see, and I have heard of a dig site so deep it clogs your ears. I want to be there. Why are you telling me this? I have heard of a man recruiting for such a dig. A man with a scar, such as the one that you're hiding. And your boots are dirty with the deep clay I am so familiar with. Oh, I hope it wasn't too rude of me to point that out. You have a good eye. And you just want to dig? Dig deep and that's it? What's the catch? Are you in desperate need of money? Oh, there is no catch, sir. I won't even ask for advance pay. Just give me a shovel and I'll dig a hole like you've never seen. Huh. Is that so? Well, I have to ask you an important question first. Would you be fine working for Brits? Ja, pro-britisch hatte er gesagt, ne? I am all for them. Well, you say that, but can you prove it? Ich liebe Tee. Sind das die Briten? Ich aß heute ein britisches Frühstück. Ich weiß ja nicht, was er hören möchte, keine Ahnung. Ich kann auch die Nationalhymne singen. Ich weiß nur nicht, ob er die... Ja gut, er ist ja clever. Er kennt die Nationalhymne. Ich sag mal Nationalhymne, keine Ahnung. I'll sing you a very special song. God save our gracious queen. Cut it! Or people here will make you their queen. I can also speak in limericks. Please don't. You might be a little bit weak in the head, but a natural bone digger with a keen eye is what we need. Take this permission slip and go to this address. The guard will let you in. Check with the professor once you're there. Ja, wir haben es endlich geschafft. Und ich hoffe, dass ich mich zwischendurch nochmal umziehen kann. Obwohl, ja, eigentlich muss ich das ja anlassen, weil sonst komme ich nicht da rein mit meinen Klamotten, denke ich mal. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, dass wir hier, weil es doch schon wieder ein bisschen lange gedauert hat, einen kleinen Cut machen und dass ich mich dann offline schon mal zu unserem Zielort begebe und wir dann in der nächsten Folge sehen, ja, was es da mit dieser Ausgrabungsstätte so auf sich hat. Bis dann. Ciao.